Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video von mir. Ich hoffe, das passt so mit dem Licht, weil das flackert ganz schön in der Linse. Muss ich mir nachher nochmal anschauen. Wenn es nicht klappt, muss ich einfach alles nochmal neu machen. Ich hoffe, es funktioniert. Was passiert hier eigentlich? Ich unboxe dieses ganz schön schwere Paket, was ich heute bekommen habe. Ich sag mal so, das Video wird nicht lange gehen, weil es einfach nur eine Sache da drin ist und ich nicht genau weiß, was ich darüber erzählen soll, so viel. Aber ihr wolltet es und hier ist das Unboxing und viel Spaß mit dem Video. Packen wir es mal aus. Vielleicht habt ihr es ja auf Insta mitbekommen. Schwupp. Ein Paket kam nicht an und ja, genau das Paket war's. Erstmal sehen wir nichts Spannendes, nur ein Haufen von Papier. Hier sind immer noch Papier und was anderes. Ja, nochmal Papier. Und auch ganz schön schwer. Hier ist gar nicht so ganz. Ich krieg's nochmal hin. Boah, ganz schön schwer, aber ehrlich. Ich hol's mal raus, dann können sie es besser sehen. Es sieht recht unspektakulär aus und ja, für einen oder anderen ist das wahrscheinlich nichts. Ich finde es aber ziemlich cool und vor allem die Herkunft. Ich hebe es nochmal an. Ich weiß nicht, wie viel es wiegt. Auf jeden Fall unter 5 Kilo. Es ist ein Achterbahn-Achsbolzen von einem Vekoma Coaster und zwar von dem Equalizer aus dem Walibiron Alps, also von dem Boomerang von Vekoma. Und das finde ich ziemlich cool. Ich bin die Bahn leider noch nicht gefahren, weil ich noch nicht in dem Park war. Nur, ich habe ja auch schon zwei Räder und ein Kollege von mir, ich glaube, ich verlinke sie unten. Ich weiß nicht, ob er das jetzt wollte, aber das nicht wollte, muss ich nochmal gleich fragen. Nico heißt er auf jeden Fall, hatte sich drei von denen gekauft und hatte mich gefragt, ob ich auch einen haben möchte. Und ich habe direkt bei dem Preis ja gesagt, weil ich finde das super cool und meine Sammlung wächst einfach. Und ja, wie gesagt, das Video ist nicht wirklich lang. Geht vielleicht 3-4 Minuten. Wollte einfach nur das gute Stück zeigen. Ich kann nochmal durchgucken. Im Licht. Ja. Ist halt wirklich einfach nur Bolzen. Aber ich find's cool. Ich mag's. Muss ja jeder selber wissen. Und naja. Ich hoffe, dieses Mini-Unboxing war vielleicht interessant für euch. Wenn nicht, mir egal. Wenn es interessant war, lasst gerne einen Daumen oben da. Wenn nicht, lasst es sein. Ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Und vergesst nicht das kostenlose Abonnieren. Dann bis zum nächsten Mal.